In diesem Labor, Reaktor, was auch immer es genau sein mag, sind wir hier immer noch unterwegs in Star Wars Jedi Survivor, wo letzte Folge eine neue Fähigkeit gelernt habe, eine sehr praktische Fähigkeit, die wir jetzt hier auch hier gerade austesten möchten, nämlich das Ballonspringen oder wie man auch immer nennen möchte, was auch eine neue Mechanik jetzt ist in diesem Spiel. Sehr spät kommt's, aber besser spät als nie. Ach du Scheiße. Ah, okay, ich kann nicht. Ach so, warte mal, so wollen die das, glaube ich, sehen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt habe ich es kapiert, was die von mir wollen. Okay. Also Ballons heißen die Teile einfach nur. Also war schon fast klar, dass wir das bald brauchen, die Fähigkeit, und dass wir die auch bald kriegen, denn hier ist ja jede Menge von diesem Zeugs. Was willst du jetzt scannen? Wow. Das, auch das Ding da. Sehen wir uns das mal an. Sollte ich da raufspringen? Ach komm. Ja, hätte ja klappen können, ne? Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Da waren wir gerade. Karte. Muss irgendwo noch ein Ballon sein. Ne, da oben, glaube ich, ne? Ne, da komme ich auch nicht ran. Hä? Karte? Warte mal, zeig mal, wo ich lang muss. Ach nee, ich muss da oben mit dem Ballon muss ich da irgendwie oben an die Dings ran. Ach nee, warte, dahin. Ja, fast. Nochmal. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Wo muss ich jetzt hin? Da oben, glaube ich, ne? Das geht doch so gar nicht. Muss man das nochmal anschauen. Irgendwie wollen die, dass ich dahin komme. Oder muss ich von dort springen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es irgendwie ein bisschen falsch gemacht, glaube ich. Probieren wir mal was anderes. Ah, ich muss von hier aus starten. Ja, so geht das. So. Jetzt ergibt nämlich auch alles Sinn. Den da oben bitte greifen, danke. Daran vorbei, genau. Okay, E brauchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das sehen wir ja. So. Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist das Das hier. können wir nicht hacken. Irgendwo, für irgendwas wird das später auch noch wichtig sein, aber ich weiß nicht, wie das geht. Aber wahrscheinlich brauchen wir es erst später. So, da geht's noch mal weiter. Jetzt geht's da. Ach, jetzt müssen wir hier hoch. Das war ja auch irgendwie klar gewesen. Warte mal, ich muss kurz mal Orientierung machen. So. Und hier geht's rein. Ravis. Ravis. Jedi. Jedi. Wieso habt ihr die Anlage aktiviert? Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt einen Jedi tötete. Wieso habt ihr die Anlage? Hab dich verstanden. Vor langer Zeit besiegte mich Deggan im Kampf. Er erwarb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite. Bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Und dennoch entehrten sie mich. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so scheinen unsere Schicksale verwoben zu sein.
Der Verfall deines Ordens ermöglichte mir die Flucht. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Dagens Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Wo ist der Kompass, Ravis? Ich schulde dir gar nichts! Edi! Wenn du Wissen von mir willst, wirst du dafür kämpfen müssen. Also gut. Also gut! Spürst du das? Nein, nein! Okay. Ich hätte eh nicht weglaufen können, von daher war es auch egal. Welch Kampfkraft! Du bist ein Krieger! Ja, ich hab's noch gesehen, aber... Jetzt hab ich... Bams, jetzt haben wir dich. Raven. Ach, komm schon. Darauf habe ich gewartet. Seit 200 Jahren. Dann will ich dich nicht enttäuschen. Nochmal? Tatsächlich nochmal. Wir hatten ein bisschen was dazugelernt. Auf jeden Fall. Da konnte man vorher nicht überhaupt speichern. Überlege ich gerade echt, ob man vorher gespeichert hat. Du bewegst dich gut, nein, 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 lass mich in Ruhe. Danke. Wo bin ich jetzt gelandet? Nimm das, Edi. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Wenn du stirbst, genug. Genug. Jetzt habe ich dich nämlich endlich. Oder reißt dir jetzt auch noch der zweite Arm ab? Ihr habt euch bewährt. Wo ist der Kompass? Santari Crees Observatorium, wie Decken vermutet hatte. Ich habe den Weg frei gemacht. Er ist schon unterwegs. Ich habe euch besiegt. Kämpft mit mir. Gemeinsam können wir Dagen die Stirn bieten. Nein, werde ich nicht, Jedi. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tennelor. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Ravis. Dagon Gera steht euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tennelor erreichen. Jedi, gewährt mir meinen Kriegertod. Jetzt! Nein, Kerl, lass es. Du gehst auf die dunkle Seite, wenn du sowas machst. Wir sollten gehen. Ziel erreicht, verfolge Ravis, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich damit kein gutes Gefühl, weil irgendwie, das ist einfach, ja, als Jedi jemanden umbringen, nee,
Wunderbar. Was stand da gerade? Ich habe gerade nicht ganz gelesen. Zentriert Bonus. Okay. Gucken wir uns mal auf die Map sicherheitshalber. So, da geht's jetzt weiter. Wir müssen jetzt zurück zum Schiff. Weiß ich einfach mal, jawohl. Grace, kannst du mich hören? Kerl, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnschatt-Ruiden haben es ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Mantis jetzt. Verstanden. Wir warten auf dich, Kleiner. Vielleicht hatte Ravis recht. Der Genasi ist aber auch eine Station hier, ne? Abgewandt. Sieh ihn dir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tenalor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Nein! Weil er wieder nicht richtig springen wollte, eh. Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Oh, wieso wollte er denn wieder nicht springen, eh? Das nervt mich jedes Mal. Manchmal will er einfach keinen Doppelsprung machen. Macht irgendwie schon den Doppelsprung irgendwie, ohne dass er einen Doppelsprung machen soll. Ihr versteht, was ich meine. Dass der erste Sprung sozusagen schon als zweiter Sprung gezählt wird, dann kannst du nur einmal springen. Das ist sowas von nervig. Das sieht aber schon echt krass aus, obwohl der Himmel ein bisschen unrealistisch wirkt, aber na gut, wir sind in Star Wars, von daher ignorieren wir das einfach mal. Okay. Boah, war das knapp! Ja, ich wollte sicherheitshalber vorher abspringen, nicht, dass er da wieder rumspackt. Boah, das ist hier wieder Parkour-Runner hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn wir irgendwo rausgehen, endet das in einem Parkour-Runner. So, da ist ein Save-Point. Aber ich würde sagen, zu Mantis gehen wir noch zurück. Ich guck kurz mal auf die Uhr. Ah, haben wir noch Zeit, das reicht noch. Das schaffen wir noch. Aber erstmal mache ich mal kurz einen Save Point hier an der Stelle. Zack. Fähigkeiten gucke ich auch nochmal nach. Oh, wir können ja wahrscheinlich sogar Schnellreise machen, ne? Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Das sind alles so Fähigkeiten, die brauche ich im Prinzip sowieso nicht. Verwirrung. Das ist okay. Nehme ich auch mal mit hier. Benebelter Geist. Zeiten der Gegner, andere Gegner werden sie verwirrt sein. Okay, ich nehme es mal mit. Auch wenn ich die Fähigkeit im Grunde relativ selten benutze. Vielleicht müsste ich sie mal öfter nutzen. Steuerung und Dings darum. So, gehen wir mal kurz mal jetzt hier nochmal hin. Wieso kann ich denn nicht hier einen Dingspunkt auswählen? Nennt es. Warum denn auch so kompliziert denken? Wenn da oben einfach Mantis steht. Und man damit einfach da hingehen kann. Zack, da bin ich doch schon. Fliehst du von einem Blaster? Hol dir ein Trostpflaster. Komm zu Pylon Salon. Jetzt auf dem zerstörten Mond. Hey, Sian, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Kerl. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Alles klar, wo muss ich jetzt hin? Wieder zurück oder was? In Ordnung. Als nächstes. Kobo. Gut, da reisen wir jetzt noch schnell hin. Komm. Dann gehen wir in unser Quartier rein und dann machen wir da wieder ein Folgenende. Machen wir das so. Erstmal wieder hier hoch. Das Gute ist ja, wir haben wieder keinen Hyperraum-Screen. Ich bin mal gespannt, wie das diesmal hier ist. Ob er wieder plötzlich im Weltraum ist. Ja, aber hier war der Übergang jetzt ein bisschen fließender, da war jetzt nicht so plötzlich rüber. Aber trotzdem kommen wir dem Planeten gefühlt keinen Zentimeter näher. Ihr seht ja, das ist einfach ein Standbild. Das war einfach stehen. Jetzt dauert das einfach hier eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich diese Screens einfach zu unrealistisch. Ich brauche einen Moment. Interagier mit dem Holotisch.
Okay. Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagon Centauri konfrontierte. Er war so sehr von Tenalore eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück. Ja, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Sind wir wirklich an der richtigen... Hä? Ach so! Das sah gerade so komisch aus, weil wir doch die Seite gesehen haben. Okay. Gut, die Gespräche mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach in die... ins Quartier und mache dann Speicherpunkt und dann beende die Folge. Zack. Ich muss mich konzentrieren. Yep, ich auch. So, jetzt machen wir einmal hier so und so. Oder würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.